Herzlich willkommen zur 265. Folge Space durch mit dem Felix. Hallo. Oh, und die Roboter fangen sogar an, hier schon die Dings zu bauen. Also fehlt uns tatsächlich jetzt nur noch die Luftfiltermaschinen. Brauchen wir nochmal schnell die Luftfiltermaschinen? Die 11 noch. Und warum machst du das? Weil wir einen Luftfilter haben. Ach, wer braucht schon Luft? Niemand. Richtig. Solange wie du die Überlebensanzüge schon gebaut hast. Sehe ich so aus? Dann brauchen wir Luft. Ich wollte gerade die Prozessoreinheiten hier anschließen, habe festgestellt, ja gut, ne? Schade. Stein und zwar keine Eisenklappen. Okay. Schade. Wo willst du denn die Prozessoreinheit anschließen? Nee, ich muss hier überhaupt erstmal Prozessoreinheiten bauen dann. Das heißt, ich muss da irgendwie grüne Schaltkreise hinbekommen, vernünftig. Und rote. Wohin müssen die denn? Ja, wir haben bisher eine Maschine, die Prozessoreinheiten baut, ne? Und die ist da. So. Ja. Okay, das ist schwierig. Die zwei haben sie da hinten jetzt schon gebaut? Nein, noch nicht. Okay, so, 602 Objekte benötigen noch Bauroboter. Und wir sind jetzt 2200. Das heißt, wir machen jetzt oben schon knapp 1000 Fahrzeugkraftstoff. Würden jetzt noch 200 fehlen.
Fun Fact, wir haben hier übrigens mehr Roboter als ich in meinem Crastorio Singleplayer Projekt. Ist auch irgendwie traurig. Ja. Okay. Jetzt theoretisch noch. Da haben wir noch zwei Greifarme. Die sollten aber unter Umständen unterwegs sein. Gut. Was zum Fick macht das Viech da? Polizei! Schön, dass Opa näher dran steht, aber immer noch rumsteht. Ja, jetzt bin ich näher dran. Ja. Neues Problem, nicht mehr genug Kohle für RR-Filter. Schade. Das ist jetzt natürlich blöd. Schade. Ja. Wir haben da oben 142. Oh, wir haben da schon 600 R-Filter, die nicht mehr gereinigt werden können. Ups. Ist doch gut.
wusste er für das Such. Anstatt dass er Landfill anfängt, mal selber zu setzen, baut er einfach immer und immer mehr Roboter. Mann, Mann, Mann. F1, F2, F3, F4. Du. Ach, habt ihr euch doch mal entschieden dafür, dass dass ihr das mal machen wollt da unten? Nee. Das ist ja... Oh, schön, der Elfe der Zug hat erstmal ganze Viecher kaputt gefahren da oben. Immerhin. Und der andere Zug, der dann auch neben hergefahren ist, hat auch gleich noch ein paar Viecher mitgenommen. Ist doch gut. Grundsätzlich ja. Warehouse. Das Ding auch. Ja. Warum bringt ihr... Haben wir hier oben Filter eingestellt? Nö. Okay. Warum ist es okay für dich? Weil ich das zunächst nochmal schnell mache. Dass nämlich unser Holz, was wir abbauen, direkt in die Storage Box. Das ist nur ein Problem, wenn du so ein Problem hast. So, weil wir haben nämlich komischerweise immer noch hier unten nicht einen einzigen Kraftstoff drin für unsere Züge. Ist doch super.
Wiederum ich jetzt persönlich gesehen, aber nicht unbedingt mehr. Verschmutzung aus. Da ist was zurück. Da muss noch ordentlich was gemacht werden. Da noch ordentlich was, da noch ordentlich. Gut, dann da natürlich noch. Der Kohl ist es immer noch nicht so wirklich besser geworden. Korrekt. Kann ich doch da sein. Was hast du jetzt schon wieder festgestellt? Dich. Ich wurde gerade nur fast gelaufen. Ach so, ich dachte, weil jetzt dein Kohlefeld wieder weggerissen wird. Ja, kurz vor meinem Zug, den ich mir angefordert habe, um zum Kohlefeld zu fahren. Ach so, na dann. Mich fast wieder aufgefahren hat. Das ist doch gut. Allerdings würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Warum? Weil das leider der Fall ist.
Wie sicher bist du dir da in dem Fall gerade? Leider hundertprozentig. Gibt es dafür eine These, die das irgendwie belegen könnte? Du kannst auch einfach die Zeit rausstrecken, bis du fertig bist. Du brauchst jetzt nicht irgendeine These zu Gedöns wieder labern. Nein, ich frage nur. Nein, das machst du so wie immer. Du willst gerade Zeit strecken, weil du irgendwas noch fertig machen musst. Ich frage tatsächlich irgendwie nur. Das hat jetzt keinen bestimmten Grund oder so. Das ist wirklich nicht. Okay, ich bin fertig. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.